meine süßen Honeymoons, irgendwie passt mein Intro heute jetzt nicht unbedingt zu dem Thema, was ich heute mit euch besprechen möchte, da ich heute über sexuellen Missbrauch bzw. über sexuelle Übergriffe sprechen möchte, sexuellen Belästigungen. Trotzdem spiele ich dann mal mein Intro ein. Ich bin aber schon auch dabei, ein neues Intro zu entwickeln. Leute, die mir auf Instagram folgen, wissen schon, was ich demnächst für ein Intro geplant habe. Einige sagen auch so, nee, kannst doch nicht dein Bananen-Intro hier echt jetzt ersetzen. Aber glaubt mir, wenn ihr dieses Intro, falls ihr das noch nicht gesehen haben solltet, sehen werdet, das toppt sogar mein Bananen-Intro. Ja, also, jetzt habe ich schon mein Bananen-Intro. Die nächsten Tage kommt dann halt mein neues Intro. So süß, weil ich da als kleine Janina bin. Egal, so viel möchte ich jetzt gar nicht spoilern. 3, 2, 1, Intro. Echt jetzt? Nee. Ja, also demnächst werde ich auch noch über sehr viele andere sozialkritische Themen auf meinem Kanal sprechen. Das mache ich auch schon seit einigen Monaten auf Instagram. Viele können nicht in der Öffentlichkeit über Depressionen, über Missbrauch, über Vergewaltigung oder über hier bitte sonstiges Thema eingeben, sprechen. Aber ich finde, es sind wichtige Themen und diese Themen sollten angesprochen werden und nicht immer, dass man versucht, diese irgendwie unter den Teppich zu kehren. Also ich wurde ja schon des Öfteren in meinem Leben sexuell belästigt. Ich würde mal sagen, bestimmt jeder von uns wurde schon mal sexuell belästigt. Ich habe auch schon ein paar Storytimes auf meinem Kanal dazu gedreht. Als Frau wird man generell, und das soll jetzt hier nicht so ein Feministen-Video werden, belästigt auf Instagram. Ich möchte das jetzt auch nicht runterreden, dass dieses auch nicht Männern widerfährt. Es gibt auch Männer, die sexuell belästigt werden. Übermorgen bekomme ich nämlich Besuch von einem YouTuber und er wird dann halt darüber erzählen, wie er als Kind sexuellen Missbrauch erfahren hat. Und ja, also in nächster Zeit werden euch auch solche Videos dann auf meinem Kanal erwarten. Also es ist tagtäglich, dass man auf Instagram irgendwie sexuell belästigt wird, sexualisiert wird und da kann man sich dann auch so anhören lassen. Ja, kein Wunder, wenn du dich so präsentierst, wo ich mir halt auch denke, nein, es gibt dir nicht das Recht, auch wenn ich da nur im BH stehe, mich irgendwie zu sexualisieren und mich irgendwie dumm anmachen zu müssen und mir am besten noch zu schreiben, was du gerne hier zwischen meinen Brüsten stecken wollen würdest oder so. Ja, also früher wurde ich von einem Mitschüler, das war damals im Hort, sexuell belästigt. Darauf werde ich aber auch nochmal in einem anderen Video drauf zu sprechen kommen. Das war die erste sexuelle Handlung bzw. Belästigung, die mir widerfahren ist. Da war ich, glaube ich, so 8 oder 9. Und der Täter war auch so im gleichen Alter. Ja, und dann ein paar Jahre später, so mit 15 oder 16, wurde ich verfolgt im Schwimmbad. Das habe ich dann auch zur Anzeige gebracht. Und in letzter Zeit schreiben sehr viele Follower und Abonnenten mich auf Instagram an und teilen mir ihre Geschichten mit. Die haben um einiges Schlimmeres erlebt. Ich möchte das jetzt auch nicht irgendwie gleichstellen mit meinen Erlebten, aber beides ist natürlich nicht schön. Und man sollte sich nicht dafür schämen, sondern Dinge ansprechen. Und vor ein paar Monaten wurde ich auch wieder sexuell belästigt. Ich saß in der Bahn und neben mir saß dann ein Herr. Also Nationalität ist jetzt total unwichtig, tut jetzt hier nichts zur Sache. Und der hat mich dann halt immer so berührt an meinem Bein. Und ich dachte mir so, ist eng genug. Ich habe jetzt auch einen größeren Popo. Kann ja mal passieren. Aber aus kann ja mal passieren wurde dann 4, 5 Mal, dass er immer an mir so rangestriffen ist. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass er seine Hand an sein Glied hat und seine Sporttasche auf seinen Schoß, also über sein Glied, und sich einen neben mir runterholt. Und mir war es in diesem Moment so unangenehm und ich dachte mir so,
Weil man denkt sich in diesem Moment nichts Böses. Man geht immer, ja, nicht gleich von den Schlimmsten aus und man denkt sich halt so, ja, vielleicht ist er aus Versehen gerade an mir rangekommen. So, hat mich irgendwie gestreift und ja, wie gesagt, er hat mich dann mehrmals gestreift. Und dann haderst du selber mit dir so, weil du denkst dann so, um mich herum sind total viele Menschen. Das ist auch unangenehm für einen denn selber, wenn man in dieser Situation ist. Dann habe ich mir gedacht so, du sagst jetzt was. Diesmal sagst du was, weil vor ein paar Jahren, darauf komme ich auch nochmal gleich zu sprechen, auf diese Geschichte, da habe ich damals meinen Mund gehalten. Und ich wollte nie wieder, dass man mit mir so umgeht. Und dann wollte ich gerade was sagen. Weil ich wollte ihn ja auch nicht einfach so anranzen, sondern hätte er mich halt aus Versehen irgendwie berührt, ne? Und in dem Moment, wo ich was sagen möchte, steht er einfach auf, hat die übelste Latte und hält dann halt einfach seine Sporttasche vor sein Glied und verlässt dann die U-Bahn. Und ich war froh, dass dieser Typ dann endlich draußen war, weil du weißt ja auch nicht, keine Ahnung, vielleicht ist noch ein ganz Verrückter und holt dir noch ein Messer raus oder keine Ahnung was. Du kannst diese Typen ja dann immer nicht richtig einschätzen, zu was die halt auch einfach fähig sind. So. Und ich habe auch letztens auch eine Story gepostet auf Instagram über sexuelle Belästigung. Da saß auch ein Typ mir gegenüber und hat sich halt einfach einen runtergeholt. Manchmal frage ich mich, ob es irgendwie so, ja, schon so zum Alltäglichen in Berlin gehört. Die haben halt einfach keine Scham, ne? Die sitzen einfach dir gegenüber und holen sich halt einfach einen runter. Und das ist so verrückt. Also da fehlen einem echt die Worte. So, und vor ein paar Jahren war mir das mega, mega unangenehm. Ich war mit Freundinnen essen und bin dann danach Bahn gefahren. Und es war halt mega, mega eng. Es war eine sehr, sehr kalte Jahreszeit und halt totales Gedränge. Alle haben dann ihre Mützen und Schals getragen und alle natürlich auch mit so richtig dicken Wintermänteln. Alle dennoch so kurz vor Weihnachten, so alle total bepackt mit Taschen und allem drum und dran. Und dann stellt sich hinter mich so ein Typ und es war unmöglich, da überhaupt so richtig Platz zu haben. Aber es war noch genug Platz da, obwohl keiner richtig da war, aber versteht ihr, es war trotzdem noch dieser Platz da. Und er hat sich dann hinter mich gestellt und kam mir dann halt immer näher und ich habe dann halt meine Hand nach oben genommen, habe mich dann halt festgehalten. Und er hat sich dann immer mehr an mich rangestellt. Und dann ging auf einmal die Hand an meinen Po. Und ich dachte mir so, ja, vielleicht hat er mich unabsichtlich berührt. Und mir war es schon unangenehm. Da spürst du nochmal so eine Hand am Po, ne? So, dann hat er mich nochmal gestriffen. Und dann nochmal. Und dann habe ich mir gedacht, das kann jetzt nicht aus Versehen passiert sein. Das ist totale Absicht. Und er drückt in dem Moment mich noch mehr ran, steht genau hinter mir und ich fühle auf einmal sein Glied, das war so eklig, wie es halt an meinen Po hinten ran drückt. Also ich habe die Latte extrem hinten gespürt und das war so ekelhaft, aber ich habe in diesem Moment nichts gesagt. Und mir ist schon sehr oft aufgefallen, dass man Opfern dann rät, was sie hätten tun können. Und warum man so blöd ist, warum man sich das gefallen hat lassen. Man ist in dieser Situation wie in so einer Schockstarre und man kriegt halt einfach nichts mehr richtig mit. Man kann sich in diesem Moment nicht richtig wehren. Und es ist im Nachhinein immer leicht, jemanden zu sagen, ja, hättest doch dies sagen können, hättest doch das machen können. Aber wenn du in dieser Situation bist, und ich mache seit Jahren Kampfsport, da bist du total überfordert. Also wenn mir das heutzutage passieren würde, der Typ würde sofort eins auf die Fresse bekommen und könnte den nächsten Tag wahrscheinlich nicht mehr erleben und würde wahrscheinlich auf Intensivstation landen. Aber damals
Also ich habe euch ja schon des Öfteren erzählt, dass ich damals total schüchtern war und manchmal habe ich immer noch so leicht meine Schüchternheitsanfälle, aber ich lasse mir heutzutage nichts mehr gefallen. Ich lasse mir nichts mehr gefallen, ich möchte mir auch nicht mehr irgendwie etwas gefallen lassen. Aber in dieser Situation wusste ich nicht, wie ich mit dieser Situation an sich umzugehen habe. Mir war es mega peinlich, was hätte ich sagen sollen? Der Typ steckt gerade seinen Penis an mein Po. Mir war das so unangenehm. Früher war mir es auch unangenehm, wenn man allgemein über Sex geredet hat. Ich konnte nie ernst bleiben, wenn jemand gesagt hat, Penis oder so als Beispiel. Ich war so, oh mein Gott, peinlich, hast du jetzt nicht gesagt. Halt mit meinem kleinen, naiven Ich. Und es ist wichtig, dass man solche Sachen auch anspricht und dass auch viele da draußen wissen, dass sie nicht damit alleine sind. Mir ging es danach total schlecht. Bei der sexuellen Belästigung damals im Schwimmbad, da habe ich auch mit mir gerungen, sage ich das dem Bademeister oder nicht, und ich habe es schlussendlich dem Bademeister ja gesagt. Trotzdem war es auch unangenehm für mich, aber es ist wichtig, dass man seinen Mund aufmacht, damit diese Typen bestraft werden. Damit das dann halt auch einfach mal in der Akte steht und damit sich das dann auch häuft und dann, dass man dem vielleicht auch irgendwann mal oder die Täterin irgendwann mal dann in den Knast für ihre Taten kriegen kann. Trauen sich halt einfach nicht, ihren Mund aufzumachen. Und ich mache meinen Mund auf, aber damals ist es mir halt auch schwer gefallen und ich habe das über mich ergehen lassen und ich habe mich so dreckig gefühlt in der U-Bahn und ich war total überfordert mit der Situation. Eine Passantin stand dann mir gegenüber und hat das auch mitbekommen und hat mich so angeguckt. So nach dem Motto, als wenn es mir noch gefallen würde. Und ich habe mich so ekelhaft gefühlt. Der Typ ist dann ausgestiegen und dann war ich so froh, dass der draußen ist. Und ich bin ein paar Stationen später ausgestiegen, bin dann zu einer Freundin. Und obwohl der halt nicht, ne, jetzt an meinen nackten Po oder so dran war, habe ich mich so ekelhaft gefühlt und habe mich dann auch erstmal gewaschen. So, man fühlt sich halt einfach so beschmutzt, einfach beschmutzt und möchte halt wieder sauber sein. Und auch damals, wo dieser Typ mich halt im Schwimmbad sexuell belästigt hat, da stand ich auch erstmal 20 Minuten heulend unter der Dusche und hab mich dann gewaschen und der hat dann halt ja schon mich halt unten rum angefasst gehabt und es war mir auch sehr, sehr unangenehm und er hat jetzt nicht sein Glied in mich eingeführt oder so, aber trotzdem war es so unangenehm und so eine Erniedrigung für mich und auch mit anderen darüber zu sprechen und es ist wirklich wichtig, dass man mit anderen darüber spricht und dass man sich jemanden anvertraut, dass man sich Hilfe holt. Viele Leute kommen auch überhaupt nicht mit so einer Situation klar und begehen dann halt einfach Suizid. Und des Öfteren sind diese Leute, die sexuell belästigt oder missbraucht werden, in so einer Situation gefangen, dass man ihm erstmal nicht glaubt. Hab ich auch alles durch? Und das ist wirklich traurig. Vor einem Jahrzehnt hatte ich auch eine Situation, eigentlich wollte ich jetzt nicht im Internet darüber reden, aber ich mache es jetzt einfach trotzdem mal. Ich bin damals zur Schule gegangen, in eine Ausbildungsklasse und da habe ich mich mit einer richtig gut verstanden, mit einem Mädel und die hat sich dann verguckt gehabt in einen Typen, der mit uns in einer gemeinsamen Klasse war. So, und wir sind dann halt feiern gegangen und er ist halt dazugekommen und es war abgemacht, dass wir danach, also nur ich und meine Freundin, bei mir zu Hause bei meinen Eltern nächtigen. Es war nicht abgemacht, dass unser gemeinsamer Klassenkamerad bei uns mit schlafen würde, also in der Wohnung halt von meinen Eltern. Aber wir sind dann nach der Diskothek noch zu meinen Eltern gegangen. Mein Vater war arbeiten, nur meine Mutter war zu Hause.
Und hatten wir uns noch so einen Film angeguckt. Und das machen die meisten Typen ziemlich gerne. Die tun dann halt immer so einen auf, oh, ich bin schon eingeschlafen. Glaubt mir, diese Typen sind meistens gar nicht eingeschlafen. Die wollen halt einfach nur bei jemandem übernachten, damit sie dich irgendwie belästigen oder bekrapschen können. Und im Endeffekt war das dann halt bei ihm auch der Fall. Die haben dann bei mir beide übernachtet in meinem kleinen Minibett. Okay, es war schon groß, aber jetzt nicht so groß. Und die wollten sich halt auch so kennenlernen. Dann haben die halt in mein Bett geschlafen und ich halt am Fußende wie so ein Hund oder wie so eine Katze. Aber irgendwann habe ich mir auch gedacht, das ist mega unbequem und dann habe ich mich halt zwischen denen gelegt. So, ne? Meine Freundin, ich, halt dann unser Klassenkamerad. Und ich wache halt irgendwann auf und bekomme dann so halt mit, wie er sich einen runterholt. Und also das war ziemlich eklig und er hat mich dann halt auch immer so an der Seite so berührt. Und ja, Männer haben ihre Morgenlatte morgens, aber dann geh doch bitte auf die Toilette, hol dir meinetwegen da einen runter. Oder geh ordentlich mal strullen, aber musst du das neben mir machen im Bett? Ja, und das habe ich halt mitbekommen. Und es war so unangenehm, ich konnte nichts sagen. Ich habe getan, als wenn ich schlafe. Und ich habe das über mich ergehen lassen und mir war es so unangenehm. Wenn so etwas heutzutage passieren würde, ich würde aufwachen und würde sagen, ja, soll ich dir vielleicht noch helfen? Oder möchtest du vielleicht mal auf Toilette gehen? Da würde man wahrscheinlich so einen Spruch von mir zu hören bekommen. Oder je nachdem würde ich die Person vielleicht auch rausschmeißen, keine Ahnung. Aber der war so ekelhaft und ich hatte auch noch ein Glas dazu stehen. Der hat wohl auch in das Glas irgendwie rein gejixt, hat es dann auf die Fensterbank gepackt und es war allgemein so unangenehm. Ich bin dann auch aufgewacht und er hat noch so andere Sachen getan. Darüber möchte ich jetzt hier nicht in diesem Video reden, aber es war so mega unangenehm. Und ich habe dann erstmal versucht, das zu verdrängen. Mein Vater kam irgendwann nach Hause und hat dann halt auch Männerschuhe draußen stehen sehen vor der Tür und hat sich dann halt auch gedacht so, hä, es hieß doch nur, dass halt eine Freundin von mir bei mir übernachtet, warum sind denn hier noch Männerschuhe? Er meinte auch so, man sollte eher so aufpassen, weil man weiß nie so, ne? Natürlich durfte ich männliche Freunde mit nach Hause bringen, aber meine Eltern haben da dann auch schon sehr aufgepasst und deswegen habe ich selten jemanden nach Hause gebracht, ja eigentlich so gut wie gar nicht. Und wenn, dann waren halt alle meine Typen halt auch immer alle gay. Und ja, mir war das so unangenehm, diese Situation, die sich da abgespielt hat. Und ich habe das verdrängt. Ich habe ihm dann auch am nächsten Tag geschrieben, öffentlich auf seiner Pinnwand damals, oh, es war so schön und das müssen wir unbedingt wiederholen und ah, oh, es war so ein toller Tag und keine Ahnung was. Weil ich in so eine Haltung reingegangen bin, ich verdränge das, das ist alles gar nicht passiert, alles ist super, ich fühle mich so wohl in der Klasse. Mensch, diesmal bin ich keine Außenseiterin, ich gehöre zu den coolen Leuten. Also, lieber gehöre ich zu den uncoolen Leuten als zu solchen Leuten. Es war mir halt damals so extrem unangenehm. Und dann habe ich mich halt auch von denen abgesondert und habe ich halt mit der einen, die halt an den einen Tag bei mir geschlafen hat und die ja so mit denen angebandelt hat, habe ich ihr erzählt, was da passiert ist. Und sie meinte, das stimmt alles nicht. Ich denke mir das einfach nur aus. Ich wollte gar nicht darüber reden, aber Freundinnen von mir, die waren halt mit den Typen verwandt. So. Und dann meinte eine Freundin von mir so, oh cool, du hast meinen Cousin ja kennengelernt. Er ist ja in deiner Klasse, ne? Und war schön, ne? Ihr wart gestern feiern und so. Und ich so, ja. Naja, ja. Hab halt einfach nur so ein Smiley geschickt, was halt so guckt, so nach oben, so die Augen verrollt, so, weil ich wollte nicht darüber reden. Und sie meinte dann irgendwann, was ist los, Janina? Rede, was ist los? Und ich hab dann nichts sagen wollen. Und damals ist mir halt auch schwer gewesen, alleine mein Erlebtes rüberzubringen und wie artikuliert man sich auch, dass jemand das auch richtig versteht. Und allgemein so, ich war halt so ein bisschen schüchtern, naiv, ich kam mit so vielen Dingen nicht richtig klar und dann meinte sie, hat er dich angefasst?
hat er dich angefasst, Janina. Und ich hab's halt nicht richtig verneint, aber auch nicht bejaht. Und daraufhin hat sie ihm sofort angerufen oder angeschrieben. Und daraufhin hat er mich angeschrieben, hat gesagt, was ich für Lügenstories erzähle, dass ich das sein lassen soll und was ich mir überhaupt einbilde, dass ich fett und hässlich bin. Wo ich mir auch gedacht habe, ja, ich bin fett und hässlich, warum holst du die ganze Zeit neben mir einen runter? Wie ekelhaft kann eine Person halt einfach nur sein? Und sowas kannst du dir zum Teil ja immer dann irgendwie anhören. Und ich war total überfordert mit der ganzen Situation. Dann hat er mir auch gedroht mit einer bekannten Rocker-Gang. Und weil sein Cousin wiederum irgendwie Supporter da war, also Supporter sind auch Leute, die halt einfach mal die ganze Drecksarbeit machen, und hat mir dann mit dieser Rocker-Gang gedroht. Und ich, das ist über 10 Jahre her, hab mir natürlich voll eingeschissen, so, weil ich halt einfach Angst hatte, oh mein Gott, da werden keine Ahnung was für Leute eventuell auf mich lauern nach der Schule, werden mich zusammenschlagen oder werden keine Ahnung was machen. Und dass ich seinen ganzen Ruf ruinieren würde, wusste ich mir nicht anders zu helfen, hat mich dann halt auch mein Vater anvertraut. Und dann hat er halt auch so ein bisschen rumtelefoniert und so. Und dann kam halt auch raus, ja, dass es halt einfach nur so ein Supporter war und dass die sich da irgendwie total wichtig machen. Und ich hatte wirklich Angst. Ich hatte Angst damals als Jugendliche. Also ich werde da sexuell belästigt und dann wird mir danach noch gedroht, wo ich mir halt auch dachte, wie krass ist das jetzt bitte? Und dann war ich halt nicht mehr bei den Coolen in der Klasse und viele wussten halt nicht, was abgeht und warum er jetzt nicht mehr so mit mir Kontakt haben möchte. Und mir war es auch unangenehm. Ich habe da nicht mal Maul aufbekommen damals in der Klasse. Und dann hat ein Mädel, die immer gemobbt worden ist in der Klasse, und ich habe immer mich eingesetzt für sie, weil sie wurde immer wegen ihrem Gewicht ausgegrenzt und fertig gemacht. Boah, ich habe dieses Mädchen total gehasst. Aber ich habe mich trotzdem für sie eingesetzt, weil auch wenn du jemanden nicht magst, du musst diese Person nicht mobben. Ich habe immer gesagt, hört doch bitte auf, sie so fertig zu machen. Und dieses Mädchen hat dann später mich fertig gemacht, obwohl ich mich für sie eingesetzt habe. Und heutzutage würde ich wahrscheinlich anders damit umgehen und würde wahrscheinlich auch sagen, ja, passt mal alle auf, das und das und das und das ist passiert. Aber damals habe ich dann meinen Mund gehalten. Ich habe dann mich anvertraut bei einer Mitschülerin, mit der ich dann rumgehangen habe, weil es war wirklich so, auf der linken Seite saßen die coolen Kids und auf der rechten die, naja, die Alternative, mit denen muss man jetzt nicht so großartig Kontakt haben und wir sind hier so die Hübschen und die totale coole Gruppe. Und natürlich hat es mir sehr imponiert, dass ich zu den Coolen gehört habe, aber später habe ich mir auch gedacht so, die auf der anderen Seite sind um einiges cooler als diese Leute auf der anderen Seite, die sowieso total oberflächlich gedacht haben. Es war mir so unangenehm. Dann habe ich ja meine Ausbildung gekündigt, beziehungsweise bin ich gekündigt worden, weil, also es war, wo ich meine Ausbildung in der Bäckerei hatte. Und ich bin da ja gekündigt worden in der Probezeit, weil ich ja da mein Nasenbluten hatte. Und eigentlich hätte ich auch dagegen vorgehen können, was ich aber dann im Nachhinein auch nicht gemacht habe. Und ich war ja dann auch im Krankenhaus, das wurde ja dann auch alles bei mir verödet. Verödet? Geödet? Nee, verödet. Ja, und das war schon eine sehr emotionale Zeit für mich. Und dann bin ich ein Jahr später, war es ein Jahr später? Ja, ich glaube ein Jahr später, auf eine andere Schule gekommen. Also war ja dann die Medizinschule. Und da habe ich dann seine Schwester oder seine Cousine, keine Ahnung, ja kennengelernt, die mich ja dann auch fertig machen wollte. Habe ich ja in meinem einen Storytime erzählt. Und die hat ja natürlich dann auch ihren Cousin, Bruder, whatever, glauben wollen. Obwohl diese halt auch einfach nicht dabei war. Und es ist so traurig, man glaubt den meisten Leuten immer nicht, dass sie zum Täter werden könnten. Nur weil man mit dem
eine Freundschaft führt, in einer Beziehung ist oder weil die Täter ja Familienangehörige von einem sind. Aber das sind manchmal die Leute, so, die sich dann halt an einen vergreifen. Dann ist es mal der nette Onkel oder die Nachbarin von nebenan. Und ja, das ist mein heutiges Storytime zu einem Thema, was man nicht totschweigen sollte. Schreibt gerne eure Erfahrungen in die Kommentare. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Und erhebt eure Stimme und bringt sexuellen Missbrauch oder sexuelle Belästigung zur Anzeige. Ich bereue es, dass ich es so oft nicht angezeigt habe in der Vergangenheit, aber macht es besser als ich.